Die Professoren haben herausgefunden, dass der Baufehler eigentlich ist, dass alle unsere Systeme immer das Falsche belohnen und das Gute nicht belohnen. Pharmaindustrie kriegt dann am meisten Geld, wenn ich sehr lange krank werde. Es muss genau umgedreht sein. Das heißt, mein Hausarzt muss in Zukunft seinen Gewinn berechnet bekommen, anhand dessen, wie gesund ich mich entwickle. Je seltener ich krank werde, desto mehr Gewinnausschüttung. Dadurch bietet er einen kostenlosen Gesundheitsclub an, Sport, Ernährungskurse, Kochkurse, Tanzveranstaltungen. Ohne Kassen jetzt mittlerweile auch schon ja, in die Förderung mit aufnehmen. Ne? Aber eben nicht richtig mit den Anreizen, nicht so richtig drin. Erstens ist es nicht völlig kostenlos meistens. Ja? Der Hausarzt würde das alles kostenlos machen, weil er würde ja bezahlt über den Krankenversicherungsbeitrag. Ja? Und er würde das völlig kostenlos machen. Der gesamte Sportverein wäre kostenlos. Die Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten wären völlig kostenlos. Alles nur, um die Menschen zu verführen, noch ein bisschen mehr Spaß am Leben zu haben und gesünder zu leben. Und seltener krank zu werden. So, und das übertragen wir jetzt auf den Rest aller anderen gesellschaftlichen Systeme auch. Dann fängt plötzlich an, die Wirtschaft die Umwelt zu reparieren, weil Umwelt macht Menschen krank. Also momentan runterwirtschaften, die Umwelt. Also die vergiftete Umwelt und Plastikumwelt macht krank und alle Konzerne würden anfangen, die Umwelt zu reparieren und zu reinigen. Ihr erster Eindruck für das neue dritte System? Finde ich einen durchaus sympathischen Ansatz. Also auch wesentlich nachhaltiger und auch wesentlich zukunftsträchtiger einfach. Also die Frage aktuell ist ja cui bono, so in unserem kapitalistischen System und auch in unserem Politiksystem. Und ich bin schon der Meinung, dass das auch einen generellen Gedankenwechsel braucht einfach. Was machen Sie jetzt aber mit den Pharmaaktionären? Wenn plötzlich die Zahl der Krebskranken zurückgeht in Deutschland und wir volkswirtschaftlich zwar viele Riesengewinne machen, weil immer seltener die Leute Krebs bekommen, aber was machen die, wenn die ihre Wochendosen von 300.000 Euro nicht mehr verkaufen können? Wenn er seine Dividende nicht mehr bekommt. Ja, was müssen wir mit denen machen, damit es da keinen Krieg gibt? Sie meinen, damit die Aktionäre sich nicht enteignet fühlen? Ich finde, dass wir generell von diesem Wertesystem und diesem monetären System ein wenig... Das sagen Sie mal einem Aktionär. Ja, ja. Das würde ich auch sagen, ja. Also ich darf Ihnen dazu sagen, wir denken da ganz simpel. Wenn wir jedes Jahr 500 Milliarden plus machen durch die Summe von 20 Reformen, die alle in die gleiche Richtung gehen, können wir aus den 500 Milliarden erst einmal die Dividenden der Aktionäre konstant halten für die Zeit des Übergangs. Das ist ja überhaupt die Frage, ob wir Aktionären oder generell eine Beteiligung an Firmen ausschütten müssen. Also die Investments, die ich tätige, tätige ich ja aus zwei Gründen. Also zum einen ist natürlich dieser Vorsorgeansatz, dass ich, wenn ich irgendwann mal in Rente gehen darf, dann nicht darauf angewiesen sein möchte, dass der Staat für mich aufkommt, sondern dass ich das schon selber mache. Sie haben ein eigenes kleines Depot dafür. Genau. Das bedingt natürlich auch, dass irgendwo Gewinne erwirtschaftet werden müssen und es Wertzuwächse gibt in den Anteilen, die ich besitze. Viel sympathischer wäre mir aber der Ansatz, dass wir davon wegkommen, dass der Staat die Aufgabe tatsächlich übernimmt, beziehungsweise nicht der Staat, sondern die Gesellschaft an sich. Also viel sympathischer wäre mir doch, wenn Sie, nehmen wir mal an, Sie würden jetzt eine Aktie von einem Pharmakonzern kaufen, Bayer oder was auch immer, dass der jetzt dann einfach sagt, okay, der Staat, liebe Aktionäre, ihr müsst keine Angst haben, diese Gesundheitsreform wird uns nicht wehtun, weil ihre Dividenden werden konstant gehalten. Und Sie sind ja schließlich die Eigentümer von Bayer, die Aktionäre. Und ihre Dividenden halten wir konstant für die Zeit des Übergangs. Aber jetzt heißt es, dass Bayer, anstatt Monsanto zu verkaufen, entwickelt es Bodenentgiftungsmedikamente und stellt wieder ein neues Gesellschaft. Und bis in der Zeit des Übergangs, damit es da keine Probleme gibt, werden die Dividenden konstant gehalten oder sogar auch die Gewinns. Man erwartet ja als Aktionär auch Gewinnzuschläge, höhere Dividenden. Ja? Das, auch dir wird mitgegangen in der Zeit des Übergangs. Und einige Jahre werden die Dividenden konstant gehalten, bis sich Bayer restrukturiert hat und einfach zum Beispiel Gewächshäuser baut, in denen die herrlichsten Früchte der Erde wachsen und dort sein Einnahmenfeld findet. Oder
Also auf jeden Fall, oder Bodenentgiftung, Boden oder Plastik, wie beseitigt man chemisch als chemische Industrie Plastik in der Welt oder Hormonsubstanzen in der Welt, wie neutralisiert man die und so weiter. Ja? Das ist doch ein tolles Geschäftsfeld, wäre doch super. Ich würde mir generell wünschen, dass wir viel mehr Kreislaufdenken an den Tag legen. Also dass wir uns wirklich Gedanken machen, wie entsteht etwas und wie kriegen wir es wieder weg. Also vom, wie heißt das, von Cradle to Cradle? From Cradle to Cradle, ja? Ist doch selbstverständlich, müssen wir machen. Es wurde nur nie gemacht, weil es dafür nie Belohnungen gab. Ja, natürlich. Und jetzt wird es mit dem dritten System, würde der Anreiz zum ersten Mal, die Professoren sagen, unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Fehlanreize. Wir müssen einfach überall positive Anreize setzen und dann kriegen wir sowas wie eine paradiesische Welt, soweit das unter biologischem Kontext überhaupt möglich ist. Ja. Nee, finde ich gut den Ansatz. Also jetzt vielleicht, dass wir vielleicht auch in anderen Bereichen des Lebens, also ich meine jetzt mal als Aktionär gesprochen, ne, wenn ich an die zukünftige Transaktionssteuer denke, die sich der Kollege Scholz ausgedacht hat, wo tatsächlich nur die Kleinaktionäre von betroffen werden, Derivate und dergleichen, die ganzen, ja, Warren Buffett nennt die Massenvernichtungswaffen unseres Finanzsystems, diese Mikrotrades, die da in Sekunden- oder Millisekundenbereich ablaufen und die ein viel größeres Volumen ausmachen und ein, ja, der Derivatebestand in Billionen eigentlich schon läuft. Genau. So, und da frage ich mich dann schon. Nein, erstmal ist es so, die Professoren lieben Unternehmer und Aktionäre und so weiter. Das ist unsere Wirtschaft, davon leben wir alle. Und da sollte man nicht so eingreifen, so künstlich, sondern stellen Sie sich mal vor, was das bedeutet, wenn die gesamte Wirtschaft menschenfreundlich handelt. Dann wozu brauchen wir dann noch irgendwas einschränken, wenn doch das gesamte Wirtschaftssystem auf Förderung, also ich muss noch was dazu sagen, die Professoren wollen auch Wohlfühlnoten einführen. Als Teil der Wahlstimme, also als zweite Wahlstimme, und das kann vielleicht jeden Monat, gebe ich vielleicht eine Wohlfühlnote über mein Smartphone an den Bundeswahlleiter ab und danach werden die Gewinne aller Firmen, die mit mir zu tun haben, berechnet, dann wollen die, also haben die nur noch ein Ziel. Wie kann ich Krankheiten verhindern und wie kann ich das Wohlbefinden und die soziale Lebensqualität, das Liebesleben und so weiter, wie kann ich wieder eine glückliche Gesellschaft machen, die nicht durch Raubbau an der Erde und Konsumsucht gekennzeichnet ist, sondern durch hohe Lebensqualität und menschliches Miteinander. Klingt das gut? Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Jetzt mein letzter Satz dazu, weil Sie wahrscheinlich jetzt weiterarbeiten müssen. Stellen Sie sich vor, die weltberühmte Greta Thunberg wäre hier. Wir haben es nicht in die Tagesschau geschafft. Mit guten Reformen schaffen Sie es nicht in die Tagesschau. Aber stellen Sie sich die prominente Greta Thunberg würde jetzt sagen, wir bleiben natürlich immer unabhängig, ist klar. Aber wir empfehlen der gesamten Welt und machen das jetzt auch selber weltweit, wir diskutieren kontrovers über den Lösungsansatz, das neue dritte Gesellschaftssystem, denn die haben uns für Deutschland 900 Milliarden versprochen. Wenn man so viel volkswirtschaftliches Plus macht, kann man auch Gelder in die Klimaziele investieren, ohne die eigene Volkswirtschaft zu schwächen. Oder man kann sogar da Steuern senken, sogar insgesamt, ja. Aber man kann auch Klimaziele finanzieren. Und sagen Sie vielleicht der Greta und den Fridays for Future Köln, die schauen diese Videos, gerade mal einen schönen Gruß. Fanden Sie es interessant? Fanden Sie es diskutierenswert, über das dritte System noch mehr zu diskutieren in der Gesellschaft? Ich finde es auf jeden Fall diskutierenswert und ich denke auch, dass wir den Diskurs möglichst offen gestalten müssen, weil es wird nicht funktionieren, wenn wir nur einen Teil der Bevölkerung abholen. Und dazu ist dann auch notwendig, an den gewissen Stellen Kompromisse zu finden. Das wird auch nicht, also es wird auch nicht bei Ihren Maximalforderungen bleiben am Ende wahrscheinlich. Das wird sich einfach nicht durchsetzen lassen. Weil Professoren denken immer in Kompromissen, nur dass die jungen Leute denken sehr kompromisslos. Die wollen nämlich das zweite System, die wollen den Kommunismus so schnell wie möglich wieder. Und da sagen die Professoren... Dagegen, also der Kommunismus, der hat es in der Historie oft genug gezeigt, dass er nicht das System ist, welches uns tatsächlich zum Endziel führt. Ich darf Ihnen mal kurz die Ausrede sagen, die jungen Leute dann sagen. Die sagen, wir hatten ja noch gar keinen Sozialismus. Das war ja irgendwie alles nicht richtiger Sozialismus. Und da gibt es eine Antwort. Und da gibt es eine Antwort von mir drauf als Wissenschaftler. Wenn einer
so diktatorisch gesinnt ist, dass er sagt, ich will andere Menschen enteignen und auch trotz einer Demokratie will ich also diktatorisch eine Revolution und dann mit Waffengewalt die Herrschaft einnehmen. Ist das denn der richtige Mensch, der danach einen plötzlich demokratischen, sanften Sozialismus einführt und seine Macht wieder abgibt, quasi seine Enteignungstendenzen beendet? Wird der sich ändern, nachdem er Machthaber ist? Nein, wir haben das an der UdSSR gesehen. Wir sehen das aktuell an China, wo die Machtallokation in der Partei enorm ist und es auch jetzt gerade mit den Protesten in Hongkong quasi keine alternativen Meinungen zugelassen werden. Die werden sofort unterdrückt. Und ich bin sowieso nicht der Freund davon, dass man ein Gesellschaftssystem durch eine Revolution oder einen Aufstand überwindet. Das muss aus der Gesellschaft herauskommen und das funktioniert nur über Diskurs und am Ende Kompromisse. Ja, also könnte man so zusammenfassen, ist das jetzt, ich versuche mal für mich zusammenzufassen, liebe Fridays for Future, liebe Greta, diskutiert doch über diese Riesenchance für eine bessere Welt, die dann auch noch Klimaschutz praktiziert, ja, weil sie sich das leisten kann durch all die volkswirtschaftlichen Gewinne. Anstatt zu träumen von einem Kommunismus, Sozialismus, den es faktisch nicht geben wird. Können Sie das unterschreiben, was ich gerade gesagt habe? Würde ich so unterschreiben, ja. Also ich denke auch, dass uns Sachargumente und da wird mich der Herr Lindner dann wahrscheinlich auch wieder für lynchen, weil er argumentiert natürlich immer gerne auf der Sachebene und vergisst aber, dass nicht nur seine Position die einzig wahre ist, sondern dass es auch gute Sachargumente auf der anderen Seite gibt. Und da müssen wir halt dann den Konsens finden. Denn Herr Lindner und Herr Westerwelle habe ich persönlich mal getroffen. Dieser Glaube daran, dass der Markt immer gut ist, unabhängig von den Fehlanreizen oder Anreizen, das ist der Irrtum gewesen. Da sagen die Wissenschaftler, das nennt sich übrigens neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre. Weil die Evolutionsbiologie quasi bewiesen hat, sie müssen die ökologischen Nischen, also die Rahmenbedingungen und die Anreize so setzen, dass das Gute belohnt wird und nicht der Profit auf Kosten von Menschen. Ja? Und das ist der neue Ansatz. Und das versteht, da hat Lindner noch Probleme mit. Ja, also ich möchte Herrn Lindner da jetzt nicht zu nahe treten. Der vertritt ja durchaus auch seine Position und das natürlich auch mit den Argumenten, die er für richtig hält und die ich auch zu einem gewissen Spektrum teile, aber ich finde halt, dass wir diesen Konsens einfach wesentlich mehr in den Mittelpunkt stehen müssen und wir müssen einfach klar die Vorteile aufzeigen, die uns das Ganze bringt.